Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Vergleich ist der Dieb der Freude. Ja, was meine ich eigentlich damit? Wir vergleichen uns ja ständig mit irgendwem und irgendetwas. Ob es bewusst oder unbewusst ist, spielt dabei gar keine Rolle. Meistens vergleichen wir uns sogar unbewusst, weil es uns einfach so anerzogen worden ist, dass wir uns ständig mit irgendwem vergleichen sollen. Sei es, dass wir denken, wir bräuchten immer die neuesten Klamotten, Markenklamotten, ein neues Handy oder tolle Reisen und dies und das. Und Social Media spielt da nicht gerade uns in die Karten und hilft uns dabei, dass wir uns weniger vergleichen, sondern im Gegenteil sogar eher mehr. Unterbewusst oder bewusst setzen wir uns damit ständig unter Druck. Und ich beobachte bei vielen und besonders auch bei Kids und Jugendlichen, die jetzt mit Social Media aufwachsen, dass sie sich ständig vergleichen und irgendwo unter Druck setzen und dann vielleicht sogar Angst haben, selber in Erscheinung zu treten. Und sagen wir mal, ich komme ja aus dem Tanzbereich und sagen wir mal, dass sie meinen Auftritt machen oder sich trauen, irgendwie einfach nach vorne zu gehen und sich irgendetwas zu trauen. Ich persönlich habe auch so meine Probleme mit Vergleichen. Mir ist zwar ziemlich egal meistens, was andere so von mir denken, allerdings passiert es unterbewusst dennoch, dass ich mich mit irgendwem vergleiche. Sei es hier auf YouTube zum Beispiel, dass ich mir andere YouTuber angucke und denke, okay, warum hat der so viele Abos und ich habe nicht so viele Abos und wie soll ich meine Videos machen, was kann ich besser machen? Und da sind ja auch viele gute Sachen dabei, wenn wir uns vergleichen. Aber wir müssen halt nur mal aufpassen, dass uns das Vergleichen nicht an sich einfach die Freude wegnimmt. Jeder von uns ist individuell so, wie er ist, und er ist richtig so, wie er ist. Wir müssen nicht in irgendwelche Schubladen passen, wo uns gerne irgendwo die Gesellschaft reinschieben möchte. Wenn wir aufhören würden, uns ständig zu vergleichen, was würde dann passieren? Ich glaube, dass wenn wir aufhören würden, uns ständig zu vergleichen, dass wir ohne lange zu überlegen einfach die Dinge tun würden, auf die wir Lust haben und wo wir Freude dran haben. Und vielleicht könnten wir sogar in diesen Dingen dann unsere Leidenschaft finden. Aber oft probieren wir es nicht mal. Wir testen nicht mal, ob es vielleicht unsere Leidenschaft sein könnte. Wir haben eine Idee oder eine Vorstellung von Dingen, die wir tun möchten, und lassen sie dann. Einfach aus Angst, dass wir schlecht sein könnten. Vielleicht verpassen wir dadurch ziemlich viele Chancen. Nehmen wir mal an, ich hätte damals, als ich angefangen habe zu tanzen, einfach mich direkt mit den besten Tänzern der Welt verglichen. Und ich hätte mir die Videos angeschaut, hätte gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das nur schaffen? Man sieht ja sofort so einen, das Level ist hier und ich starte hier unten. Und für mich ist es unerreichbar, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich hatte natürlich das Glück, es gab damals kein YouTube und konnte mich gar nicht so gut vergleichen. Ich habe nur Tanzfilme angeschaut und habe mir irgendwo Sachen rausgesucht, die ich nachmachen kann, und habe es immer wieder zurückgespult und wieder von neu geguckt und so weiter. Doch ich hatte nicht die Möglichkeit, mich derart zu vergleichen auf Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, so wie es jetzt die Kids haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich es probiert hätte, dass ich es gar nicht erst probiert hätte anzufangen. Und manchmal ist es einfach gut, gar nicht so lange über Dinge nachzudenken und sie einfach zu starten. Wenn wir eine Idee haben oder eine Vorstellung von etwas,
und lange warten, dann kommt es automatisch, dass uns tausend Dinge einfallen, warum wir die Dinge nicht tun können und warum wir es vielleicht nicht schaffen können. Und diese Dinge kommen auch vom Vergleichen mit anderen. Aber wir müssen uns nicht immer vergleichen. Gerade wenn wir Schwierigkeiten haben, mit Dingen einfach anzufangen. Total egal, ob es Tanz ist, ob es Fitness ist, ob ihr Bankdrücken macht neben einem, der viel, viel stärker ist als ihr. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr am Anfang nicht nach links und rechts schaut, sondern einfach erstmal anfangt. Wenn ihr dann angefangen habt, dann könnt ihr nach links und rechts schauen und gucken, was könnte ich lernen von den anderen. Wenn ich mir andere Leute anschaue, dann schaue ich es mit dem Auge an, dass ich gucke, okay, wie macht der das? Wo hat er vielleicht eine Lösung gefunden für ein Problem? Aber das ist nicht schlecht oder gut, wenn ich das nicht finde. Die Frage ist, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich in der Art vergleichen mit den Leuten, dass ich eine Lösung für das Problem finde? Und dann ist das Ganze viel, viel unkomplizierter. Ihr werdet dann nicht mehr aufgehalten und fragt euch, ah, warum schafft er es und warum schaffe ich es nicht? Sondern ihr geht mit der Einstellung daran, zu finden, während ihr vergleicht, zu finden, was macht er besser als ich oder was macht er anders als ich, dass es bei ihm funktioniert und bei mir nicht. Und wenn ihr mit dieser Einstellung an die Sachen herangeht, dann sieht die Sache schon ganz, ganz anders aus. Weil dann habt ihr das negative Vergleichen in ein positives umgewandelt. Und so habt ihr einfach alle Möglichkeiten. Ihr könnt euch mit den krassesten Leuten vergleichen und einfach die Dinge nachmachen. Und es ist auch nicht schlimm, Dinge zu kopieren. Heute, in der heutigen Zeit, gibt es kein richtiges Original mehr. Die Dinge, die neu kommen, sind einfach nur Dinge, die genommen wurden von irgendwo und ein bisschen abgeändert worden sind oder einfach verbessert worden sind. Und deswegen müsst ihr euch auch nicht schämen, Dinge zu kopieren oder nachzumachen, wenn ihr am Ende euren eigenen Flavor draufpackt. Beim Breakdance lief es ganz genauso. Wir haben von überall geklaut, von Kung-Fu-Filmen, von überall einfach, von Turnern. Überall, wo wir das gesehen haben, haben wir es geklaut und B-Boy-Flavor draufgepackt. Und genau so könnt ihr es in eurem Leben machen. Schaut euch an, wo sind die Leute, die das haben, was ihr schon haben möchtet. Und dann vergleicht euch nicht mit denen und schaut, ah, der hat das und dies und ich habe das nicht und das ist so scheiße, sondern gönnt es den Leuten als allererstes, dass sie den Erfolg haben oder dass sie das haben, was ihr gerne hättet. Und Punkt B, schaut, was hat er gemacht, dass er da ist, wo er jetzt ist. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sitze hier gerade in Wien übrigens, im Park, Prater, und ja, nehme hier dieses Video auf. Ich bin heute ein bisschen rausgegangen, um zu shooten. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dieser Tipp konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Abonniert diesen Kanal. Ich teile hier echt viele, viele Sachen mit euch, die ja meine persönliche Entwicklung auch so betreffen und die ich gelernt habe und die ich einfach nur mit euch teilen möchte auf irgendeinem Weg, weil ich der Meinung bin, dass zu wenig Leute sich ernsthaft mit sich selber beschäftigen und mal wirklich die Dinge auch hinterfragen. Und ich hoffe, dass ich damit einen kleinen Anstoß geben kann, auch wenn es erstmal nur wenige sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.